Moin und willkommen bei Crusader Kings 3. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, denn ich habe nach der letzten Folge einen Check-up gemacht und dabei Folgendes entdeckt. Unser Sprössling Friedrich hat bereits eine kleine Tochter gezeugt. Die Gertrud von Gosek, die ist allerdings leider kränklich, ein schwerer Malus und kraftlos. Das sieht überhaupt gar nicht gut aus. Aber nichtsdestotrotz möchte ich ihr erstmal schnell einen Vormund verpassen und danach auch noch eine Verlobung irgendwie in die Wege leiten. Das könnte immerhin in einem schönen Bündnis enden oder na, vielleicht schafft sie es ja auch, vielleicht wird sie ja noch gesünder im Laufe der Zeit. So, wir wollen mal gucken, wen wir dann nehmen. Also wir selbst, ich finde, das muss nicht sein. Und ja, wen hatten wir letztes Mal? Ich glaube, wer war denn das? Wir gucken jetzt einfach mal nach der... Achso, Sean hatten wir genommen, glaube ich. Sean ist eigentlich keine schlechte Wahl, ne? Da kann das ruhig nochmal machen. Denn der hat schon so ein paar gute Sachen hier mit Wohlstandsschaffer und einem hohen Verwaltungswert und ich finde die Attribute jetzt gar nicht so übel. Naja, ich finde, Sean macht das nochmal. Ja, komm, Sean macht das. Vorschlag abschicken. Und jetzt geht's an die Verlobung. Die Frage ist, wie machen wir es? Ich möchte sie matrilinear verheiraten und ich werde, glaube ich, mal wieder nach Prestigezuwachs gehen. Das kann nicht schaden. Oder ich gucke einfach mal nach dem Alter. Denn sie ist noch gar nicht alt. Sie ist quasi frisch geboren offensichtlich. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob man bei der Geburt eines Enkelkindes gar nicht benachrichtigt wird. Das finde ich sehr schade. Wenn das so ist, vielleicht habe ich es auch nur übersehen. So, was haben wir denn hier? Na gut, Alter ist vielleicht doch nicht so gut. Ich gehe mal nach Prestigezuwachs, so einmal wie immer. Wir hätten hier einmal den Ramiro Sanchez, der kommt immerhin aus einem achtbaren Haus. Aber ja, sonst hat er auch nichts wirklich zu bieten. Ich habe mir so gedacht, wo ich das hier so sehe, ja, Lispler vielleicht nicht unbedingt und auch nicht bucklig, aber vielleicht finden wir welche mit guten Eigenschaften. Also Lispler, das ist für die Diplomatie nicht so gut und die Anziehungsmeinung auch nicht. Und bucklig ist Meinung Vasallen minus 10. Das möchte ich auch vermeiden. Ansonsten, ja Gott, wenn sonst alles stimmt, ne, kann man machen. Aber die Eigenschaften sind mir dann doch zu negativ hier im Spiel und das wollen wir nicht. Genauso hässlich, das bedingt minus 20% Fruchtbarkeit. So hässlich finde ich ihn gar nicht, weiß gar nicht, was die haben. Deswegen nein, wir möchten irgendwas Schönes, was sich dann hoffentlich von Generation zu Generation vererbt. Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, das ist wieder hässlich, das hier einfach mal so durchzuscrollen. Das sind ja schon ein paar, aber ich mache das jetzt einfach mal. Es hetzt uns ja keiner. Wir haben hier Liebesbläschen, die möchte auch keine. Anziehungsmeinung minus 20. Verständlicherweise, das ist vielleicht nicht so schön. Zwerg, Anziehungsmeinung minus 20. Hier hätten wir Wohlgestalt mit den Eigenschaften mitfühlend, fleißig und gierig. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und der ist man auch erst 13. Den würde ich mal in die nähere Auswahl nehmen. Warte mal. Hier haben wir allerdings, ja, natürlicher Schrecken minus 15 und Schreckensverfall plus 100. Ist nicht ganz mein Traum eigentlich. Es klingt nett, das mitfühlend, ist aber nicht ganz mein Traum. Fleißig finde ich persönlich klasse. Und ehrlich gesagt, gegen gierig, trotz minus 2 Diplomatie, habe ich auch nichts. Wir gucken trotzdem mal weiter.
Wer weiß, was wir da alles noch finden, aber er ist ja schon mal wirklich jetzt nicht der Schlechteste. Wohlgestalt, mehr Fruchtbarkeit, gesellig, sehr gut, maßvoll, auch gut und tapfer, auch gut. Okay, und einen sensationellen Diplomatiewert, der ist sogar noch besser als Sean. Der ist sogar noch besser als Sean mit 15 Punkten und der war mein unangefochtener Held. Wisst ihr was? Der ist 19. Wenn sie soweit ist, ist er zwar auch nicht mehr so ganz knackig, aber immer noch im besten Mannesalter und ich finde, das sollte sie dann schon zu schätzen wissen. Den nehmen wir auf jeden Fall. Und er heiratet sogar Matrilinear. Gott, das ist aber auch ein Paar jetzt. Aber er ist schon hübscher, ne? Wohlgestalt. Und Kräuterkundler, auch sehr gut. Und sogar noch eine graue Eminenz. Also mal ehrlich, wer den nicht mitnimmt, der... Oh, das ist eine vererbbare Eigenschaft von ihr. Oh mein Gott. Sie muss nicht vererbt werden, aber sie kann. Und dann er dazu. Was das wohl wird, aber ich möchte ihn gerne an unserem Hof haben. Allein deswegen werden wir ihn schon mitnehmen. Und ja, trotz des obskuren Hauses, der obskuren Prachtstufe, werden wir den Vorschlag abschicken. So, ja, das war also eigentlich die gute Nachricht, obwohl sie auch leicht negativ ist mit den Eigenschaften hier. Das sieht eigentlich gar nicht gut aus, ist aber eine schöne Überleitung zu unserem jetzigen Grafen. Graf Friedrich geht es nämlich auch mit seinen 64 Jahren nicht gut. Das habe ich nach der letzten Folge entdeckt und mir ist ehrlich gesagt die Kinnlade runtergefallen, weil ich meine, klar, er ist den Job ja nicht taufrisch angetreten, aber ich habe ja hier ein paar Ansprüche, das sind fallen gelassene Ansprüche, das heißt also, die werden nicht mitvererbt, das heißt, der kleine Friedrich Junior bekommt sie nicht. Das wiederum bedeutet, fallen gelassener Anspruch, alles klar, das heißt, den vererben wir auch nicht mit. Und das Komplott, was wir hier schmieden, was machen wir da, was wird das dann? Das weiß ich nicht genau, was das hier für ein Anspruch dann wird. Unter Umständen haben wir den Anspruch dann auch nicht zum Vererben. Das heißt, es ist alles ein bisschen doof und wir hätten dann auch umsonst den Anspruch auf Braunschweig gemacht. Und das, ehrlich gesagt, passt mir nicht. Also der Friedrich, der bekommt ja irgendwie gar keine Chance, hier was zu wirken, weil er jetzt schon wieder quasi auf dem Sterbebett liegt. Und deswegen habe ich beschlossen, wir erklären jetzt kurz entschlossen Braunschweig den Krieg. So, weit unterlegen, so weit, so gut. Das Problem ist allerdings, dass uns dieser Krieg hier, der Befreiungskrieg von Dessau, Halberstadt und weißer Geier wem, von denen hier in die Quere kommt. Denn wenn wir hier gucken, wir haben hier unten Truppen stehen. Und also nicht wir, sondern eben die drei. Und die sind definitiv in der Überzahl. Ich werde jetzt zwei Dinge tun. Ich werde einmal unsere Verbündeten in den Krieg rufen. Wird annehmen, das ist gut. Und auch Graf Ruprecht rufe ich in den Krieg. Der findet das auch toll, der macht auch mit. Dann werde ich jetzt Kriegsvolk ausheben. Es ist soweit, ich werde jetzt hier mal ans Eingemachte gehen. Wir haben ja ein bisschen Geld, leider bringt mich das wieder in die Ferne, was den geplanten Donjon angeht, aber gut. Nützt ja nichts, ein bisschen aufstocken möchte ich, nur zur Sicherheit. Und ich denke mal, ja, wir machen das jetzt. Ich habe das schwere Fußvolk eingepackt. Ich werde auch die Bogenkämpfer, glaube ich, noch mitnehmen. Wir haben noch zwei. Die
Pikeniere, die kontern die leichte Reiterei und die schwere. Und ich denke, das kann nicht schaden, die auch mal mitzunehmen. So, und dann haben wir noch einen und ich denke mal, die leichte Reiterei, ja, die soll es dann sein. Belagerungswaffen sind natürlich zum Belagern nicht schlecht, wie der Name schon sagt. Aber ich möchte mich jetzt erstmal hierauf, glaube ich, beschränken. Ich überlege noch so ein bisschen, leichtes Fußvolk kontert das Schwere, ob ich das mitnehme oder die leichte Reiterei. Ich nehme die leichte Reiterei. So, zack. Das haben wir jetzt fertig. Wir heben jetzt schon mal die Armeen aus. Die müssen sich erstmal noch so ein bisschen sammeln. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Also, es ist... Jawohl, unsere Verbündeten kommen mit. Es ist so... Dankeschön. Okay. So, nur aber. Es ist... ja, so, dass die hier unten im Moment rumwuseln. Wir möchten hier nach Braunschweig. Und zwar möglichst auf geradem Wege. Und es kann natürlich sein, dass die hier das mitkriegen und uns dann versuchen, hier abzufangen. Ich werde einfach mal versuchen. Ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen warten, bis das Kriegsvolk sich hier vollkommen entfaltet hat. Ich werde versuchen, ein bisschen vor denen zu flüchten. Wenn die also ankommen, dann werde ich mal das Weite suchen. Mal gucken, was unsere Verbündeten machen. Vielleicht reicht es dann auch und dann treten wir ihnen natürlich mutig entgegen. Aber die gehören eigentlich überhaupt nicht zu unserem Krieg. Und deswegen, deswegen werde ich mich da möglichst fern von halten. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ich bin ein bisschen ungeduldig. Ich möchte jetzt loslegen. Jetzt haben wir hier nur 35 noch. Und Gräfin Hedwig ist nochmal schwanger. Kurz vor dem Tod haben wir es geschafft, unsere Frau nochmal zu schwängern. Alles Gute, Hedwig. Ich wünsche dir wirklich nur das Beste. Er kommt hier anmarschiert. Das ist nicht gut. Ich wünsche dir nur das Beste. Er dreht wieder ab. Sehr schön. Diese unterbrochenen Sätze sind auch geil. Aber tu mir einen Gefallen, jetzt bitte kein Junge. Den müsste ich im Zweifel, wenn denn unsere Werte reichen, enterben. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Denn, naja, oder ich enterbe Friedrich, wenn der bessere Werte hat. Das wäre auch nicht schlecht. Allerdings wäre natürlich Friedrich jetzt erwachsen und der andere, der wäre sozusagen frisch geboren. Ich gehe mal davon aus, dass der alte Friedrich, der alte Fritz sozusagen, nicht mehr sehr lange lebt. Naja, das können wir dann entscheiden. Erstmal muss sie ja gebären. So, die dezimieren sich hier. Oh, weißer Friede. Das ist super. Wir sind hier noch nicht ganz aufgefüllt, aber ich guck mal kurz. Jawohl, der Krieg gegen Dessau und Halberstadt ist endlich erledigt und das heißt, wir marschieren jetzt los, obwohl wir überhaupt nicht voll aufgefüllt sind. Das macht in diesem Fall aber nichts. Ja, die stellen sich jetzt hier entgegen. Das sind unsere Verbündeten von Göttingen. Das ist sehr schön. Die kümmern sich um alles das, was wir nicht wollen. Und wir belagern jetzt hier mal fleißig 5 Monate lang. Das sieht sehr gut aus. Das ist natürlich jetzt echt prima. Ah, sehr schön, unser Verbündeter hilft uns. Das ist natürlich prima, dass jetzt gerade der Krieg um Dessau vorbei ist. Das spielt uns sehr in die Karten. Bei einem Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen ergeben sich Gelegenheiten, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch mein Ratspitze Lambert ist. Ach so, den wollten wir beeinflussen. -9 hat er. Mein Fürst, so sagt mir, wer ist der elegante Mensch, eleganteste Mensch wahrscheinlich, von dem ihr hier gehört habt. Ja, dieses Prestige guckt mich natürlich an.
Aber ich möchte, dass Lambert besser drauf ist und ja, ich setze dafür sogar Prestige ein. Lambert, kein Zweifel. So, das läuft also und wir sehen hier sogar, dass der Komplott gegen Magnus seinen Fortgang nimmt. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Lambert ist schon im Plus. Da überlege ich gerade, ob wir das vielleicht abbrechen und dafür dann jemand anders beeinflussen. Ich glaube, das mache ich mal. Das ist, glaube ich, keine schlechte Sache. Aufgeben. Ich will die nur kurz ein bisschen im Plus haben. Ich stimme mal den Sean ein bisschen gnädiger. So, weg damit. Was haben wir hier? Nein, das ist klar. Eigentlich freue ich mich drüber. Wir haben einen Sohn und der soll Merten heißen. Nein, bei mir heißt er nicht Merten, sondern Malte. Und ja, herzlich willkommen Malte, sage ich dann nur. Mögest du stark und weise werden. Und ich überlege jetzt mal kurz, bevor wir hier zu Ende belagern, was wir jetzt machen. Das ist ja hier nicht ganz so toll mit ihm. Paranoid, hinterlistig, arrogant. Also er hat hier schon alleine von seinen Eigenschaften bei den Vasallen insgesamt minus 15 Meinungspunkte. Finde ich nicht so toll. Und ich hadere ein bisschen mit dem Schicksal und hoffe, oh nein, was geht denn hier ab? Lispler, okay, dann lispelt er halt. Das ist, also manche finden es auch sexy und es ist manchmal auch ganz niedlich. Vielleicht verwechselt sich das, ich glaube allerdings in diesem Spiel nicht. Ja, ist vererblich. Was haben wir denn für ein Pech mit unseren Kindern hier? Ist egal, er ist schnuckelig, dann lispelt er halt, das ist kein Pech. Er ist besonders, so. Und deshalb, lispeln hin, lispeln her, deswegen denke ich, werde ich ihn zu meinem Haupterben machen. Ich glaube, Friedrich Junior muss jetzt mal ganz tapfer sein, denn wenn es geht, werde ich ihn enterben. Ich glaube, er ist einfach nicht so günstig als Erbe von seinen Eigenschaften. Ich enterbe ihn jetzt. So. Oh Mann, da tue ich ja Sachen. Okay. Das tut mir leid, Friedrich, aber es passt einfach nicht ganz. Ja, und dann müssen wir natürlich jetzt zusehen. Genau, Malte ist jetzt der neue Erbe, dass Malte auch anständig erzogen wird. Jetzt hat Sean ja schon, der hat ja schon zwei, ja, hat er jetzt, ja, der hat schon zwei Mündel und wir gucken jetzt einfach mal, was denn hier mit Bock dran eigentlich. Auch nicht so prickelnd, okay. Wo ist denn eigentlich hier unser, der müsste doch auch am Hof sein hier. Sehe ich doch mal so, warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Wir haben jetzt Friedrich und Friedrichs Tochter, haben wir doch mit ihm hier. Ich möchte ihn gerne als Erzieher. Das geht offensichtlich nicht, sonst würde er ja mit seinen 21, ach so, Diplomatie hatte er deshalb. Jetzt müsste er doch aber hier irgendwie auftauchen, aber auch das ist nicht so. Wenn jemand weiß, woran das jetzt liegt, der ist doch bei uns am Hof. Ah, nee. Befindet sich in Avalois. Okay. Die sind gar nicht mehr bei uns. Ich bin ja auch ein Blitzmerker. Die sind gar nicht mehr bei uns, sondern der ist noch in Hamburg und sie befindet sich in Hamburg. Ach so. Und er kommt erst rüber, wenn er heiratet. Alles klar. Gut. Das ist natürlich blöde. Kann ich ihn denn jetzt nicht einladen? An den... Er will nicht.
Gut, okay. Wir suchen einen anderen Vormund. Wie gehen wir vor? Ich bleib mal bei, oder ich gehe mal auf Bildung. Auch nicht schlecht. Na, das sieht nicht gut aus. Geduldig, sadistisch, nein. Ach, das ist alles nicht so dolle, ne? Das ist das. Oh, Lüstern hätte ich jetzt nichts gegen, allein schon aufgrund der Fruchtbarkeit. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Einfluss hat auf irgendwelche Dinge. Ach, ich bin unschlüssig. Also das wäre natürlich wirklich witzig, ihn als Vormund einzusetzen, wo ich ihn nun gerade enterbt habe, weil er so überhaupt nicht geeignet ist, kann ich nicht machen. Also das ist ja nun, das geht mal gar nicht. Das geht mal gar nicht. Also, ich hatte hier doch, genau, er hier. Nee, den hatte ich besser in Erinnerung, als er wirklich ist. Entscheiden Sie sich jetzt. Ich nehme Adela. Die macht das jetzt. So. Und ja, dann gucken wir mal, was draus wird. Ich hoffe, Graf Friedrich hält noch ein bisschen durch. So dass sein zweiter Sohn dann schon das entsprechende Alter erreicht hat. Allerdings fürchte ich, der wird erst ein paar Jahre alt sein. Und, oh, sehr schön. Wir haben schon 100%. Ich spreche den Satz aber noch zu Ende. Wird wohl erst ein paar Jahre alt sein. Und ich denke, wir werden dann leider in die missliche Lage geraten, mit einem kleinen Kind regieren zu müssen. Was ja jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei ist, aber vielleicht können wir ihn noch ein bisschen formen und erziehen, dass er vernünftige Anlagen kriegt. Wir werden sehen, jetzt ist es jedenfalls so und wir haben im Krieg 100%. Wir haben, Moment, auch eben die Nachricht bekommen, dass wir eine Geisel haben. Das habe ich gar nicht so schnell jetzt gesehen. Hey, wo ist sie hin? Ist sie schon wieder weg? Hey da! Die Geisel ist weg oder ich habe irgendwie komisch geguckt. Ich bin doch hier richtig. Ruf, Gefangene, nix. Jo, denn nicht. Vielleicht hat das hier irgendwas ausgelöst. Egal, wir nehmen unsere 15 Ruhm mit. Wir sagen, du hast abgelost und Braunschweig ist unser. Und wir gucken uns jetzt mal Braunschweig an. Wir haben eine Kontrolle von 20. Das geht natürlich nicht. Das heißt, wir setzen nochmal schnell. Das geht nicht. Er muss weiterlaufen. Gut, dann löse ich hier erstmal die Armee auf. Zack. Dann lasse ich weiterlaufen. Und jetzt können wir ihn zur Kontrolle nach Braunschweig schicken. So, der sorgt jetzt hier dafür, dass die Kontrolle in Braunschweig steigt und wir vernünftige Abgaben bekommen. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Wir haben wieder eine Grafschaft dazu bekommen. Und ja, mal flockig den ersten Sohn enterbt. Und jetzt ist hier der kleine Malte von Goseck unser, ja, unser Lieblingssohn, hätte ich fast gesagt. Nein, so ist es ja nicht. Wir haben ja alle total lieb, aber er ist hier unser Sohn und Erbe. Okay, wir werden sehen, wie es weitergeht und wie lange Graf Friedrich noch durchhält. Vielleicht schaffen wir tatsächlich auch noch, wir sind hier kurz vor Komplottende, den Herzogtitel, bevor er hier von uns geht. Wir werden sehen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt ihr mir hoffentlich gewogen und seid das nächste Mal wieder dabei. Bis dann und tschüss.